also ich denke, man hat gesehen, dass beide Mannschaften nicht unbedingt vor Selbstvertrauen strotzen. Ich denke, fußballerisch war das jetzt kein hochklassiges Drittligaspiel. Dafür ging es für beide Mannschaften um viel zu viel. Hier noch drei Niederlagen. Wen die noch mitten im Abstiegskampf stecken. Von der Seite her war es ein intensives Spiel, wo wir eigentlich dann von Anfang an gut drin waren und immer wieder auch früh gestört haben. Dann hatten wir also bei einer Situation ein bisschen Glück bei dem Kopfball vom Schnellbacher. Aber dann hatten wir auch unsere Situation. So bist du dann durch. Niemeyer, der da in so einem Schuss vorbeirutscht. Und die waren fast größer, die Situation, um da jetzt leicht in Führung zu gehen. Die zweite Halbzeit hat MW natürlich gedrückt. Gefährlich, denke ich, fast immer durch Standards, die total gefährlich sind. Aber die haben wir dann mit Glück und Geschick verteidigt. Und hinten raus gab es ja noch ein paar Räume, die aber auch nicht, die wir nicht so gut genutzt haben. Für uns war es ganz, ganz wichtig, heute hier den Wurdischen Knoten mit den Niederlagen endlich zu zerschlagen und hier mit einem Minimalziel einen Punkt nach Hause zu fahren. Das haben wir geschafft. Von der Seite her sind wir nicht ganz unzufrieden.